Sie sind genau der richtige Experte für die Vogelgrippe. Ja, weil ich sowohl über Infektionen, die aus dem Tierreich auf Menschen überspringen, als auch in beiden Richtungen gearbeitet habe. Ja, also was ist mit, wie ist das jetzt einzuschätzen? Wir haben eigentlich regelmäßig, so wie alle Länder Europas, im Herbst und im Frühling, manchmal auch im Winter, Fälle der Vogelgrippe. Vor allem bei wildlebendem Wassergeflügel. Die sind nämlich Träger dieses Virus. Und wenn jetzt die in Kontakt kommen mit Hausgeflügelbeständen, ja, das können Händel sein oder Puten oder Ähnliches, dann kann das Virus überspringen. Und für Hausgeflügelbestände ist das Vogelgrippevirus wirklich sehr, sehr schlimm. Das heißt, die erkranken zu einem extrem hohen Prozentsatz und sterben auch daran. Und da müssen wir aufpassen. Im Gegensatz zu den früheren Jahren, wo wir eher Einzelfälle hatten, haben wir im Moment wirklich relativ viel. In mehreren Bundesländern, ich glaube in 4 Betrieben wurde es nachgewiesen, aber es könnte durchaus sein oder ist es sogar wahrscheinlich, dass noch mehr Betriebe detektiert werden, die dieses Virus haben. Also wir haben eben die Information, dass in 4 Betrieben in Oberösterreich und in Niederösterreich Vogelgrippefälle festgestellt wurden. Welche Maßnahmen werden da jetzt gesetzt? Die wichtigste Maßnahme ist, wenn in einem Betrieb Vogelgrippe nachgewiesen wurde, dann gibt es keine andere Möglichkeit, als dass alle Tiere in diesem Betrieb gekeult werden müssen und dann die Stallungen und Gerätschaften gründlich desinfiziert werden müssen. Und da ist zum Teil ja sogar jetzt auch das Bundesheer, einige Leute des Bundesheeres sind da jetzt auch eingeladen worden, bei der Desinfektion mitzuhelfen. Das ist das eine, wenn das nachgewiesen wurde. In Gebieten, wo erhöhtes oder stark erhöhtes Risiko besteht, werden Tierärzte und Amtstierärzte nachschauen, ob erkrankte Tiere in diesen Betrieben sind. Also auch das läuft jetzt an in wirklich großem Maßstab. Und ja, dann werden Proben an die AGES nach Mödling geschickt. Und wenn diese Proben positiv sind, dann ist eben zu verfahren, wie wenn eben das Virus nachgewiesen wurde. Und dann gibt es eben auch noch einen erweiterten Kreis, wo man aufpassen muss. Und dazu zählt jetzt inzwischen ganz Österreich. Also wir haben heuer eigentlich extrem viele Fälle. Was es zu verhindern gilt, ist, dass Hausgeflügel in Kontakt kommt mit Wildgeflügel oder Ausscheidungen von Wildgeflügel. Man muss sich das so vorstellen, wildlebendes Wassergeflügel, die haben das Virus in sich und scheiden es zum Beispiel über den Kot aus. Und wenn jetzt dieser Kot in Hausgeflügelbestände reinfällt, dann stecken sich, weil da ist sehr viel Virus drin, können sich Hausgeflügelbestände anstecken. Also dieser Kontakt muss verhindert werden. Und daher gilt in solchen Fällen Stallpflicht in jenen Gebieten. Und das haben wir jetzt auch. Stallpflicht ab einer Größe von 50 Hühnern. Und unter Umständen kann das auch ausgeweitet werden auf kleinere, sozusagen Hobbybestände. Sie haben es eben schon angesprochen, der Vogelgrippeausbruch in Niederösterreich hat das Bundesheer auf den Plan gerufen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Da sind jetzt Soldaten in den betroffenen Betrieben tätig, um die Fahrzeuge, um die Container zu desinfizieren. Und da ist sogar eine Schutzzone eingerichtet worden. Also das ist wirklich eine größere Geschichte, muss man sagen. Diese Schutzzone, die hat einen Umkreis von 3 Kilometer und es gibt eine Überwachungszone, die hat einen Umkreis von 10 Kilometern. So ist es. Warum ist das notwendig? Das ist notwendig, weil das ein sehr hochkontagiöses Virus ist, das eben sehr leicht in Nutzgeflügelbeständen sich ausbreitet. Das heißt, primär ist das wirklich ein großes wirtschaftliches Problem. Ja. Es ist noch nicht wirklich ein Problem für uns Menschen, obgleich theoretisch bei intensiven, wirklich intensiven direkten Kontakt mit einem infizierten Vogel
kann sich auch der Mensch anstecken. Das passiert aber sehr selten und ist in Österreich noch nie passiert. Und das Sozial- und Gesundheitsministerium hat jetzt eben die Maßnahmen verschärft. Da gibt es jetzt eine Vogelgesundheitsverordnung, die tritt heute um Mitternacht in Kraft. Was sagt die genau aus? Für Geflügelhalter gelten jetzt strengere Sicherheitsmaßnahmen. Unter anderem ist die Fütterung von Tieren im Freien nicht mehr gestattet. Zudem muss der Kontakt zwischen Geflügel und Wildvögeln durch technische Vorrichtungen verhindert werden. Und 25 Bezirke in Niederösterreich, in Oberösterreich, der Steiermark, Salzburg, Kärnten und im Burgenland werden als Gebiete mit einem stark erhöhten Risiko eingestuft. Das bedeutet, für Betriebe mit mehr als 50 Tieren gilt die Stallpflicht. Genau. Halten Sie diese Maßnahmen für sinnvoll? Ja, die sind sinnvoll und sind notwendig, muss ich leider sagen. Ja, also zum jetzigen Zeitpunkt, also ich nehme an, dass wir wahrscheinlich auch noch weitere Betriebe detektieren werden, wo dieses Virus schon drinnen ist. Und das ist eben enorm wichtig festzustellen. Ich möchte aber noch etwas ganz klar sagen. Ja. Es besteht für den Konsumenten keinerlei Gefahr. Das heißt, das Händel im Supermarkt, die Eier im Supermarkt, die sind, da kann nichts passieren. Also, warum nicht? Warum nicht? Weil dieses Virus in Nutzgeflügelbeständen so brutal wirkt, dass jeder auf den ersten Blick sieht, dass die infiziert sind. Mhm. Und die kommen dann garantiert nicht mehr in den Supermarkt und zum menschlichen Verkehr. Verstehe. Was gibt es denn für Forschungserkenntnisse? Verzehr. Genau, richtig. Was gibt es denn für Forschungserkenntnisse zur Übertragung von Vogelgrippeviren auf den Menschen? Intensiver direkter Kontakt, ja, das ist das Um und Auf. Dieses Vogelgrippevirus, das derzeit zirkuliert, hat inzwischen schon sehr viele verschiedene Säugetierarten angesteckt. Von Meeressäugern hin bis Milchkühe in den USA, das ist dort auch ein Problem. Also die gibt es in, glaube ich, 20 Bundesstaaten schon. Und da ist es so, dass die Milch infiziert ist, aber wiederum keine Gefahr für den Konsumenten, denn beim Pasteurisieren wird dieses Virus eindeutig abgetötet. Also trotzdem, die Vogelgrippe bei in Milchviehbeständen in den USA stellt ein Problem dar und muss auch weiter nachgegangen werden, dass sich das nicht weiter und weiter ausbreitet. Das gibt es bei uns in Europa nicht. Mhm. Also bei uns ist die Vogelgrippe wirklich auf Geflügel beschränkt. Mhm. Wie wahrscheinlich ist eine Mutation des Virus, das dann die Übertragung auf den Menschen erleichtern würde? Dieses Vogelgrippevirus gibt es in verschiedenen Varianten schon seit mindestens 30 Jahren, ist das bekannt. Es war sogar so, dass frühere genetische Varianten für den Menschen gefährlicher waren, indem sie zwar sehr, sehr selten, weil auch da war ein intensiver direkter Kontakt mit infizierten Geflügeln notwendig, zu schwerer Krankheit des Menschen geführt haben und zum Tod. Das ist bei den derzeit zirkulierenden Varianten nicht der Fall. Das heißt, die wenigen Infektionen des Menschen in Südostasien und in anderen Bereichen, die wir bisher gesehen haben, die sind relativ mild verlaufen, Entzündung der Augen, Fieber, aber keine Todesfälle. Mhm. Vielleicht schaut uns der ein oder andere Geflügelhalter zu. Es wird ja immer beliebter, ein paar Hennen im Garten zu haben. Wie können denn Geflügelhalter ihre Bestände am besten vor einer Infektion schützen? Das Um und Auf ist, sie vor dem Eintrag oder dem Kontakt von Wildvögeln zu schützen. Mhm. Ja, direkten Kontakt mit Wildvögeln und auch Kontakt mit zum Beispiel Kot oder Ausscheidungen der Wildvögel, weil die sind die Träger des Virus. Und da kann es eben selten aber doch passieren, dass sich Hausgeflügelbestände anstecken. Aber eine kleine Warnung möchte ich eben an die vielen speziell Hobby-Geflügelhalter schon richten. Bitte schauen Sie Ihre Händeln genau an, ob Sie sich anders verhalten als sonst, ob Sie erhöhte Temperatur haben. Wie merkt man denn das?
indem man es angreift. Ach so. Ja? Ob der Kamm oder die Beine eine andere Farbe haben als sonst, wenn sie schlapp irgendwo in einem Eck hängen. Die Legeleistung ist zwar jetzt im Winter sowieso oder im Herbst sowieso weniger, deutlich nachlässt. Also wenn sie krank ausschauen, dann bitte nicht mehr angreifen, sondern die zuständige Bezirksveterinärbehörde, also den zuständigen Amtstierarzt für diesen Bezirk informieren, und der wird kommen und sich die Sache anschauen. Wie sehen Sie die aktuelle Ausbreitung der Vogelgrippe in Österreich? Wir haben, wie schon gesagt, relativ viele Fälle im Vergleich zu den Vorjahren. Und das gilt es jetzt einzudämmen, und daran arbeiten die Behörden und die AGES in Mödling intensiv. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen werden.